Eklat im Vorfeld des Champions League-Gastspiels von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille auf einem Video, sind Fans im Trikot der SGE zu sehen, die den Hitlergruß zeigen. Zudem gab es Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern. Die Fanabteilung der Eintracht reagierte darauf über ihre sozialen Kanäle. Wir schämen uns für die Menschen, die aus Frankfurt kommen, den Adler auf der Brust tragen und den Hitlergruß zeigen. Ihr gehört nicht zu diesem Verein, zu dieser Stadt, ihr gehört nicht zu uns. In Marseille lieferten sich Fans beider Vereine heftige Auseinandersetzungen vor und im Stadion. Aus beiden Fanblöcken wurden anschließend auf die gegnerischen Anhänger Leuchtraketen gefeuert und Böller geworfen. 2018 gab es das Duell zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt schon einmal, damals allerdings aufgrund einer UEFA-Verordnung vor leeren Rängen. Das hielt viele SGE-Fans aber nicht davon ab, nach Marseille zu reisen, obwohl ihnen dies laut Verwaltungsanordnung verboten war. Damals siegte Eintracht Frankfurt übrigens 2:1 und holte sich kurze Zeit später den Gruppensieg.